Willkommen zurück bei Part 2. Es hat leider nicht mehr gereicht, die Antidrachenbombe in Part 1 zu legen. Doch dafür lege ich sie gleich jetzt. So. Juhu, Drachenkraut. Hey. Ja. Kabum. Und wie man sehen kann, ist die Antidrachenbombe ungefährlich für Hunter. Was eigentlich komisch sein sollte, da eine Bombe ja tödlich sein sollte. Ja. Er hat schon ein Viertel seines Weges geschafft. Und ich penne fast ein. Okay, jetzt bin ich eingepennt. Macht das mein Akku noch durch? Ja, der schafft das noch. Jetzt wäre es von Nutzen, einen Teleporter zu gebrauchen. So, und können wir gleich einen neuen kombinieren. So, und dann gehen wir gleich zu der 3. Ach du meine Fresse. Ich winke durch den Stein hindurch. Und jetzt verhaue ich den Stein. Das ist ja ein Drache. Das ist ja ein Drache. Eigentlich sollte er ja Flügel haben. Sonst wäre es nur eine riesige Eidechse, kein Drache. Komm und jetzt. Verball, damit ich sehen kann, wo du bist. Zwar ja, sogar ein Blinder wird der nicht beim Zeug verfehlen. Ja, und jetzt muss ich schärfen. Nö. Ja, meine Mutter im Eck hat schon, ich soll ins Bett gehen. So hat sie gleich ein. Jo. Ich höre die Musik. Ja, finde ich auch. Louis Armstrong, was sagt mir das nochmal? Aha, ja, stimmt, genau. Kennst du Otto Walkes? Gib mal Hänsel und Gretel ein.
Da vorne kommt gleich eine Blockade. Muss immer wieder schauen, ob mein Akku noch funktioniert. So, was für Zeit haben wir? Noch 20 Minuten. Er hat mich nicht mit dem Bodycheck getroffen. Oh mein Gott, was für ein Wunder. Ja, so ziemlich. Jo, und den letzten Teil werde ich einfach überspringen. Das war's mit Part 2.